Was hast du denn auf einmal, Fenton? Ich dachte, du wärst unser Freund. Und du warst die ganze Zeit auf Neuvestroia? Ja, ich hielt es für eine gute Idee, weil wir dort ungestört trainieren konnten. Und das haben wir auch getan. Am Ende hat Fenton sogar unseren Befehlen gehorcht. Was du nicht sagst. Davon haben wir vorhin nichts gesehen. Es war offensichtlich, dass du keine Kontrolle über Mektogan Fenton hattest. Wieso gibst du es nicht zu? Wer sind diese Trottel? Rafe und Paige sind unsere Freunde. Seit wann? Seit sie uns geholfen haben, als du nicht da warst. Und der Typ ist euer Anführer? Das soll doch wohl ein Witz sein. Du meinst ehemaliger Anführer, Paige. Was soll das heißen? Los, raus mit der Sprache! Marucho wurde der Anführer, während du weg warst. Oh. Du hast uns keine andere Wahl gelassen. Schließlich mussten wir uns entscheiden. Es war das Beste, was wir für unser Team tun konnten. Gut, alles klar. Na dann herzlichen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Hä? Aber jetzt brauchst du dich damit nicht mehr zu belasten. Drago und ich sind wieder da und besser als jemals zuvor. Also kannst du mir die Führung wieder überlassen. Klar? Hör zu, Dad! Bist du wirklich so arrogant? Einfach unfassbar, was du da von dir gibst. Du hast sie doch wohl nicht mehr alle. Wie kann man seine Teamkollegen nur so respektlos behandeln? Warum respektlos? Du hast dich aus dem Staub gemacht und sie im Stich gelassen. Und jetzt kommst du hier reinspaziert und glaubst, du könntest da weitermachen, wo du aufgehört hast? Echt uncool. Dein Verhalten hat Konsequenzen. Mach dir das mal klar. Dan, wir sollten es ihnen sagen. Und zwar alles. Gut, dann redet endlich mal Klartext. Diese Probleme mit Dragos neuer Power stehen irgendwie in Beziehung zu einem gewissen MacMell und seinem Bakugan Raisenoid. In welcher Beziehung? Ja, werd mal etwas konkreter. Das weiß ich nicht genau. Aber ich habe das sichere Gefühl, dass sie für das ganze Chaos im Bakugan Interspace verantwortlich sind. Und was hat dich auf diese Idee gebracht? Immer dann, wenn dieser Typ richtig wütend wird, kann ich es förmlich in meinem Körper spüren. Drago geht es genauso. Das ist doch der Grund, warum er immer die Kontrolle verliert. Warum hast du uns nicht schon früher davon erzählt? Wir hatten ein Recht darauf, es zu erfahren. Ja, sicher. Aber keine Panik, Freunde. Drago und ich wissen jetzt, wie... Es reicht denn! Versuch nicht schon wieder, uns weiß zu machen, ihr hättet alles im Griff! Es tut mir leid, ich bin echt sauer. Ich musste einen großen Bereich des Interspace löschen. Ruh dich am besten zu Hause aus, während ich versuche, das zu reparieren. Ja, okay. Hey, Shun, wo willst du hin? Ich will sicher gehen, dass keine Chaos-Bakugan mehr übrig sind. Noch mehr Überraschungen brauchen wir nicht.